Warren Buffett hat das gesagt, was wir zurzeit erleben. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, hat gesagt, was wir zurzeit erleben, ist ein Kampf zwischen Reich und Arm, den die reiche Seite im Begriff ist zu gewinnen. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass wir etwas dagegen tun und uns nicht, obwohl es fast ausweglos scheint, einem Fatalismus ergeben und die Waffen strecken, sondern umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, was dagegen zu tun. Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns darüber zu informieren, und dafür haben wir heute Professor Bontrup zur Finanzmarktkrise da. Was ist die Ursache? Die wird uns ja vorenthalten. Die wird uns von den herrschenden Klassen weltweit vorenthalten, die Ursache. Ist mit nirgendwo diskutiert, auch in den Medien. Die Ursache ist letztlich der Neoliberalismus. Der Neoliberalismus, der Mitte der 70er Jahre als neues Paradigma weltweit losgetreten wurde. Wir sind ein föderaler Rechts- und Sozialstaat. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland vergessen haben, was in der Verfassung steht bezüglich Sozialstaat. Weil sie vor allen Dingen das anschaut, was in den letzten Jahren mit dem Sozialstaat geschehen ist. Aber wie dem auch sei, nach dem Zweiten Weltkrieg kam natürlich auch, weil alles kaputtgeschlagen war, da muss man alles wieder aufbauen. Die letzte Tür für den Kapitalismus ist immer noch Krieg auch gewesen. Alles kaputt hauen, da kann ich danach wieder aufbauen, habe wunderbare Wachstumsraten. Wir sind mit Massenarbeitslosigkeit dann zwar erst gestartet, aber dann haben wir ein paar Jahre Vollbeschäftigung gehabt, 12, 13 Jahre und Wachstum. Aber nur in den 50er Jahren in Westdeutschland waren die realen Wachstumsraten des BIPs größer als die Produktivität. In den 60er Jahren ist das bereits gekippt. In den 60er Jahren ist das bereits gekippt, diese Relation. Was sich dann natürlich entlädt in einem Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens mit entsprechender Arbeitslosigkeit, wenn die Arbeitszeit nicht adäquat verkürzt wird. Und die Profitrate kam natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch aufgrund des Sozialstaatlichen weltweit mehr oder weniger in den einzelnen Ländern unter Druck. Die Profitrate ging zurück, die Lohnquote stieg und die Profitquote ging zurück, was dann auch Druck ausübte auf die Profitrate. Verwechseln Sie aber bitte nicht die Profitquote mit der Profitrate. Profitrate ist was anderes. Profitrate ist nur ein immanenter Bestandteil der Profitrate, die zeigt die Verteilung an. Die Profitrate ist im Wesentlichen determiniert durch das Verhältnis von Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität. Und wenn diese Relation schlechter wird, dann hat das System nur noch einen Freiheitsgrad, dann muss das System an die Verteilung, dann muss das System an die Verteilungsfrage, um die Profitrate zu stabilisieren. Und unser ganzes System ist nur darauf ausgerichtet, eine maximale Profitrate zu erzielen. Es ist geradezu schlimm, wie an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten heute im gesamten Land, auch in Europa, alles nur noch ausgerichtet ist und die Studenten und die Studentinnen darauf ausgerichtet werden, diese Profitrate zu maximieren. Ohne jegliche Kritik. Ich sage das auch meinen Studierenden, zumindest die bei mir hören, ja, die hören da noch was anderes. Als diese Einseitigkeit, als diesen Tunnelblick, als diesen neoliberalen, marktradikalen Tunnelblick. Er lässt sich nur darauf fokussiert, eins zu maximieren, nämlich die Profitrate. Aber diese Profitrate kam in der Tat aufgrund der Verhältnisse in den 60er, 70er Jahren weltweit, mehr oder weniger natürlich in den skandinavischen Ländern hatten wir immer einen anderen Duktus, auch einen anderen politischen Duktus, kam natürlich die Profitrate unter Druck. Und das gefällt dem Kapital nicht. Das gefällt den Kapitalisten nicht, wenn die Profitrate sinkt. Dann haben die große Störgefühle. Und deshalb musste auch ein neues Paradigma her. Und dieses neue Paradigma ist eben der Neoliberalismus, so nennen wir ihn ja. Eigentlich ist die Definition ja, oder die Begrifflichkeit falsch. Ich nenne es ja ganz gerne auch die pervertierte Variante der ökonomischen Neoklassik. Die pervertierte Variante der ökonomischen Neoklassik. Und das hat eben dann dieses Paradigma ab Mitte der 70er Jahre vor dem Hintergrund, und der Auslöser war damals auch eine Weltwirtschaftskrise, nämlich die Krise 74, 75, die man nicht beherrschte,
weil sie auf Stagflation beruhten, also das gleichzeitige Auftreten von Stagnation mit Arbeitslosigkeit verbunden und Inflation, auch vom Hintergrund der Ölpreiskrise 1973, Zusammenbruch Bretton Woods. Man hatte darauf natürlich keine bastard-keynesianische Antwort mehr. Bastard-keynesianisch. Das heißt, der Staat pumpt sozusagen kreditfinanziert in den Kreislauf Staatsausgaben, dann erfindet man Autoabwrackprämien. Ja, dann sind dann Leute mit ihrem Wagen, die ja noch einen Wert von 10.000 Euro hatten, 5.000 Euro zum Schrottplatz gefahren und haben das eingetauscht gegen 2.500 Euro. Das nenne ich ökonomisch eigentlich nur einen Fall für den Pathologen. Das war jetzt medizinisch auszudrücken. Ja, aber das ist dann sozusagen das Ergebnis und dann half in den 70er Jahren dieses Bastard-Keynesianische, dieses Defizit-Spending nicht mehr. Bei Stagflation geht das nicht. Und das hat im Grunde genommen einer weltweit ausgenutzt, ein Keynes-Hasser, der in Zeit seines Lebens gehasst hat. Die waren auch immer im Streit, im wissenschaftlichen Disput, das war Milton Friedman in den USA, Chicago, später nannte man sie ja die Chicago Boys, die das sozusagen benutzt haben, um zu sagen, jetzt den Keynesianismus, diesen Bastard-Keynesianismus zu diskreditieren. Monetarismus, Marktradikalität, ich empfehle allen das Buch von Milton Friedman, das er 1962 bereits veröffentlicht hat, ein kleines Buch, da steht es drin, das ist die Bibel der neoliberalen Kapitalismus und Freiheit. Wenn man das Buch liest, dann läuft es einem eigentlich eiskalten Rücken runter. Wir werden alles privatisieren. Die Welt privatisieren. Alles den Marktgesetzen aussetzen, ausliefern. Ja, nur noch der Wettbewerb soll unser Leben bestimmen. Selbst die Ehe ist sozusagen nach wettbewerblichen Kriterien auszusteuern. Da ist es angelegt. Und das war natürlich eine wunderbare Botschaft, weil sich dieser Neoliberalismus wunderbar in der Therapie, in der Anwendung, in der wirtschaftspolitischen Anwendung verträgt mit den Interessen des Kapitals. Das war der Elfmeter. Ohne Torwart. Und dann gibt es eine Synthese, dann gibt es eine Verbindung, eine Symbiose sozusagen, dann haben sie sich verbunden und haben das umgesetzt. Dann musst du nur noch in der Politik, willfährige Politik ja finden, die das umsetzen, die natürlich mit dem Kapital verwandelt waren und sind. Wir kennen sie, wer das war. Das war Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die sozusagen vorher in Chile durfte da ein bisschen rummachen, bei Pinochet, bei den Faschisten. Und danach hat er auf dem Schoß gesessen, also Milton Friedman bei Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Wir wissen, was dann passiert ist, die Reaganomics. Ja, Kohl kam dann an die Macht in Deutschland, ja, Kapitalvertreter. Er hat es dann in Deutschland umgesetzt und wir wissen das alles, was dann passiert ist. Die Zielsetzung, die Intention des Neoliberalen war es, die Profitrate, den Verfall der Profitrate und der entsprechenden Profitquote wieder umzugehen in die andere Richtung. Und dafür musste die Verteilung, die Verteilungsfrage her, die Verteilung musste umgedreht werden. Lohnquoten müssen in den Keller geschickt werden, damit die Profitquoten nach oben geschickt werden. Das ist die Botschaft. Den Staat möglichst schlank machen, den Sozialstaat möglichst abschaffen, der behindert. Wenn man es auf die wahre Arbeitskraft bezieht, da muss sie den Marktgesetzen unterworfen werden, wie bei den Merkantilisten. Der beste Lohn ist der niedrigste Lohn. Mandeville, einer der größten merkantilistischen Ökonom, hat gesagt, was würde eigentlich aus dem Lauf unserer Manufakturen werden, wenn der Arbeiter montags früh noch 2 Schilling von seinem letzten Wochenlohn in der Tasche hat. Die wahre Arbeitskraft muss genötigt werden, gezwungen werden, sich jeden Tag zu verkaufen, möglichst ohne gewerkschaftlichen Schutz, möglichst ohne tarifvertraglichen Schutz. Und das ist ja alles umgesetzt worden, ist ja alles erreicht worden. Aber wer hätte gedacht, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, dass der es endgültig freischießt. 57% nur noch Tarifbindung der 36,5 Millionen abhängig Beschäftigten in Deutschland. Tendenz weiter fallend.
Gewerkschaften stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir schaffen seit Jahren nicht, den verteilungsneutralen Spielraum zu generieren. Sie wissen, wenn die Nominallöhne nicht wachsen mit der Produktivitätsrate und der Inflationsrate, dann gibt es Umverteilung, dann verfällt gesamtwirtschaftlich die Lohnquote. Das ist übrigens überall, in allen hochentwickelten industriellen kapitalistischen Ländern in den letzten Jahren, extrem in den letzten 10, 15 Jahren mehr oder weniger gelaufen. Und dann gibt es zwei Wirkungen, wenn so umverteilt wird von unten nach oben. Erstens fällt in der sogenannten Realwirtschaft Kaufkraft aus, Massenkaufkraft, weil das Masseneinkommen sinkt. Das sinkt besonders dann zusätzlich netto, real netto, brutto ist ja zwar wichtig, aber noch nicht entscheidend, real netto, dazwischen liegt Steuerpolitik und Abgabenpolitik und Inflationsrate. Und wenn dann real netto kein Zuwachs mehr da ist, ja, dann fällt in der realen Wirtschaft schlicht und ergreifend Nachfrage aus. Wenn Nachfrage ausfällt, dann merken das die Unternehmen an ihren Absatzmärkten, die Märkte stottern, dann gibt es Preisdruck, dann gibt es womöglich deflatorische Entwicklungen. Die Unternehmen gehen noch mehr in die Rationalisierung, schmeißen noch mehr die Leute raus, fusionieren, kaufen andere Unternehmen auf, was dann wieder Arbeitsplätze kostet. Wir hatten noch nie so eine gigantische Fusionswelle wie in den letzten 20, 25 Jahren. Karl Marx lässt grüßen, ein Kapitalist schlägt viele andere tot. Und man trägt Schulden ab und man investiert nicht mehr real. Alles dies ist empirischer Befund, eindeutig. Und auf der anderen Seite, die Profite sind da, die Überschüsse sind da, weil man die Löhne gedrückt hat, weil man ausgebeutet hat. Wohin mit dem Geld? Wohin damit? Na, es fließt zunächst einmal in die Vermögensbestände. Die Reichen werden reicher. Und die schon arm sind, die werden noch ärmer. Und selbst die, die Arbeit haben, sind arm. Was willst du mit einem Stundenlohn von 5, 6 Euro, 40 Stunden in der Woche, das geht jetzt gar nicht, 40 Stunden in der Woche, das ist bestimmt meine Frau, 40 Stunden in der Woche arbeiten, da kann man sich ja mal ausrechnen, was da rumkommt, nämlich nichts. Ich habe das letzte Woche noch im Bundestag, ich war da geladen als Sachverständiger zum Nachtragshaushalt von Schäuble, unseren Volksvertreterinnen und Volksvertretern gesagt, sagen Sie dann bitte aber auch, wenn Sie heute schon von demnächst Vollbeschäftigung faseln und Arbeitskräftemangel am Himmel malen, dann sagen Sie bitte auch, dass Sie Statistiken manipulieren, Arbeitslosenstatistiken, und dass die Aufschwünge, die sogenannten an den Arbeitsmärkten, nichts anderes als prekärer Natur sind. Und dann sagen Sie bitte auch den Menschen, die Sie heute in Beschäftigung schicken zu Bruttostundenlöhnen von 5 und 6 Euro, dass Sie altersarm werden, dass Sie im Alter nichts zu erwarten haben. Das gehört dann auch dazu, das sagen Sie dann bitte als Volksvertreterinnen und Volksvertreter auch dem Volk. Sonst sind Sie absolut unseriös und verdienen nicht den Titel Volksvertreter und Volksvertreterinnen, die eigentlich die Interessen des gesamten Volkes im Parlament zu vertreten haben und nicht die Interessen einer kleinen Kaste, einer kleinen Kapitalschicht. Da gucken dann die Abgeordneten beschweigend auf die Tischkante. Weil sie es ganz genau wissen, was sie da tun. Da kann ich natürlich heute dahergehen und kann sagen, wir hatten noch nie so viele Erwerbstätige wie heute 41 Millionen. Das ist Wahrheitsmystifikation. Weil darin sind natürlich die ganzen Prekären erfasst. Und sie sagen auch nicht, dass von den gut 36 Millionen abhängig Beschäftigten in Deutschland 12,5 Millionen nur Teilzeit arbeiten.
mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 14,7 Stunden. Das sagen Sie auch nicht. Wo du nicht von leben und nicht von sterben kannst. Oder 23,5 Millionen von den 36 Millionen eine Vollzeitbeschäftigung haben. Und dies teilweise sogar zu prekären Löhnen. Auch das sagen Sie nicht. Das nenne ich absolut unseriös.